Hi, mein Name ist Steve Parker und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Runde Rank Rumble hier auf Super Fun Time, beziehungsweise wir sind mal wieder im unbewerteten Kampfmodus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Momentan Rank scheint irgendwie down zu sein. Sifiron hat sich auch mal bei mir gemeldet, hat genau dasselbe gemeint. Deswegen keine Ahnung, was da los ist. Ich finde auch online irgendwie keine wirklich gute Nachricht dazu. Aber nun gut, Spaß sollten wir heute aber alle mal haben. Ich muss noch sagen, dass der letzte Ausflug in die Kampfplaza mich so ein wenig aus einem Tief rausgeholt hat. Wir haben ja in letzter Zeit sehr, sehr viel nach Meta gespielt, was sich ein wenig zäh anfühlt aktuell. Deswegen ist so ein bisschen Casual-Spaß mit lustigen Sets genau das Richtige für mich und ich hoffe natürlich auch für euch. Keine Sorge, Wi-Fi-Battle werden bald wiederkommen, aber aktuell so ein kleiner Urlaub mit ein paar lustigeren Sets. Passt ja gerade auch zeitlich für mich ziemlich gut, weil ich momentan beruflich sehr, sehr eingeschränkt bin. Ich muss dazu auch noch Hochzeit so ein bisschen hin und her planen, viele Termine wahrnehmen. Deswegen ist das hier auf jeden Fall auch aufwandstechnisch ein bisschen geringer. Natürlich mit dem Overlay, da muss man immer ein bisschen Zeit einkalkulieren, aber dadurch, dass wir das Ganze ja live kommentieren, dann noch jeden Kampf zeigen und ihr ja teilweise auch das Teambuilding für mich übernimmt, geht das auf jeden Fall wesentlich agiler. So, gerade haben wir schon das Team angesprochen. Ich habe drei Pokémon ausgewählt, die ihr mir vorgeschlagen habt in den Kommentarbereichen des letzten Videos. Die gefallen mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe es ein ganz kleines bisschen auf Showdown getestet, um ein besseres Gefühl dafür zu entwickeln, wo Schwachstellen sein können. Und diese Schwachstellen will ich dann mit meinen drei Pokémon-Picks so ein bisschen ausbessern. Wir haben heute mit ein Gewaltruhm mit der Entlastung und den Elektrosamen. Eine Taktik, die man schon mit Resladero relativ oft gesehen hat, aber sollte auch für Gewaltruhm gut funktionieren, natürlich im Tag-Team mit Caporicium das Elektrofeld rauszubekommen. Und wenn die Elektrosamen triggern, dann erhöht sich ja unsere Verteidigung und vielleicht kriegen wir die Gelegenheit hier, den ein oder anderen Schwertanz aufzusetzen. Die physische Offensive von Gewaltruhm ist nicht ganz so hoch, dafür aber die physisch offensive Coverage. Also wir haben sowas wie Erdbeben, wir haben Laubklinge und wir haben tatsächlich auch Aeroas gegen Käfer oder Kampf-Pokémon. Also da können wir wirklich sehr, sehr vieles im aktuellen Meta in Anführungszeichen treffen. Dann haben wir Blubella mit. Blubella wurde sich erschreckend oft gewünscht, allen voran von Regenbogenschwan, ein sehr, sehr treuer Twitch-Zuschauer. Deswegen Grüße gehen da nochmal raus. Ich habe mich dann auch ein ganz kleines bisschen eingelesen, was Blubella eigentlich so ausmacht. Und tatsächlich in der neuen, siebten Generation hat es einige Buffs bekommt, zum Beispiel kann es jetzt auch den Kraftabsorber einsetzen. Faltereigen ist immer eine schöne Setup-Gelegenheit. Die Coverage ist auch gar nicht mal so schlecht und Z-Kristalle helfen da auf jeden Fall aus, um die Offensive ein wenig aufzubessern. Natürlich gegen Stahl- oder gegen Feuer-Pokémon werden wir immer noch sehr, sehr große Probleme haben, aber dafür haben wir unser Team mit Rotom und Gengar, ein Mega-Gengar übrigens an dieser Stelle. Ich weiß, es ist ein bisschen Uber, aber die Gegner werden ja auch Uber-Pokémon haben, deswegen ist das, glaube ich, schon einigermaßen okay. Und dann ein kleines Highlight, wir haben das God-Set von Yugong mit dem Hornbohrer, der Eiseskälte, Schlafrede und Erholung. Kennt man ja schon von der Kampffabrik tatsächlich und ja, mal gucken, wie gut wir damit klarkommen werden. Und ich sage einfach mal, wir suchen nach einem Gegner, das dauert ja auch manchmal eine ganz kleine Weile. Ich bin wirklich gespannt, also Yugong natürlich ultra unviable, weil nur 30%ige Chance etwas zu treffen, aber wir spielen es super bulky, haben dazu auch noch die Überreste, haben natürlich auch die Erholung für den Fall, dass der Gegner nicht den allerhöchsten Schadensoutput hat und ja, mal schauen, ob es klappen wird. Auf jeden Fall hat die Gegnersuche schon mal geklappt, hab leider komplett vergessen zu gucken, aus welchem Land der Gegner kommt, aber er heißt Ultra Sun und hat mit ein Sheerox, ein Aquana, ein Quajutsu, ein Ambidiffel, das freut mich schon mal, ein Resladero und ein Zapdos. Er hat sofort sein Team gepickt. Ist das so offensichtlich, was man mitnehmen muss? Ich muss erstmal drauf klarkommen. So, was ist ein großer Threat? Auf jeden Fall Sheerox. Sheerox ist eine super große Gefahr, immer, aber da haben wir Rotom mit dabei. Das heißt, Rotom, denke ich mal, müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, aber ich glaube nicht als Lead. Die Kombination aus Caporicchi und Gewaltruhr wäre potenziell auch super stark. Der Gegner hat zwei Wasser-Pokémon mit. Gegen Sheerox habe ich dann Rotom wahrscheinlich. Will ich das direkt probieren? Oder wollen wir diesen Part anfangen mit den absolut treulichsten, was man sich vorstellen kann, und zwar mit Yugong? Einfach Yugong, Eiseskälte oder Hornbohrer drücken. Einfach gewinnen. Einfach gewinnen. Alles tanken, alles treffen. Ich mach das einfach mal, glaube ich. Also, wir nehmen mal Yugong mit. Das ist das Schlechteste, was ich machen kann, weil, wie gesagt, Gewalt und Caporicchi wären super stark hier. Ich probiere es aber trotzdem mal mit Yugong, weil ich neugierig bin, wie viel Glück wir direkt am Anfang haben. Aber ein Pflanzen-Pokémon wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil alles andere kann ich mit Rotom handeln. Nehmen wir einfach mal Blubella mit und dann Rotom und dann sollte das hoffentlich okay sein. Also, wie gesagt,
müsst ihr mir nicht sagen. Gewaltru Kaporiki wäre mega stark, weil dann kann man alles im gegnerischen Team ansatzweise gut treffen. Aber nun gut. Gegen Zapdos hätten wir potenziell ein bisschen Probleme gehabt, aber das sollte okay sein. Als ob Zapdos an unserem wundervollen Yugong vorbeikommen kann. Okay, Amphidiffel, das ist okay. Wir kassieren wahrscheinlich ein bisschen Schaden durch Lehmorb und Rückkehr und was da kommen kann. Es könnte natürlich auch ein Kampfangriff kommen. Aber wie gesagt, das Schöne an diesem Yugong-Set ist, wir müssen nicht nachdenken. Es gibt nur einen Move. Oder zwei, aber das ist halt momentan eine Style-Entscheidung. Was passiert jetzt? Angriff von Yugong, okay. Okay. Spaßkanone. Angriff ist mir vollkommen egal. Verteidigung ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, wir machen einfach mal weiter. Einfach Choice Scarf, Spaßkanone. Ah, das ist ein bisschen schade, dass der Gegner so ein bisschen selber rumtrollt. Oder ist das... Wir haben getroffen, perfekt. Mehr will ich gar nicht. Dieser Part ist jetzt schon gesegnet. Absolut. Ja gut, ich verstehe nicht ganz... Wieso der Gegner das mit Amphidiffel gemacht hat. Ich glaube, hätte er zweimal Rückkehr eingesetzt. Also, wir wären nicht davon gestorben und wir wären auf jeden Fall auf die Erholung gegangen. Oder ist das jetzt einfach die Prämisse für Setup Shirox? Jetzt die Frage, wechsle ich direkt raus, was der Gegner erwarten könnte, oder bleibe ich einfach drin und opfere mein Yugong? Der Gegner geht auf jeden Fall auf Schwertax. Das heißt, einmal können wir noch angreifen. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass ich jetzt das Game nicht wegwerfe, weil ich drin bleibe und vielleicht nicht meine Eiseskälte treffe, was ein bisschen schade wäre, aber ja, ich mach's einfach mal. Okay. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Gegner hier auf den Schwertanz geht. Deswegen war das Amphidiffel am Anfang da, um quasi so eine Setup-Gelegenheit zu schaffen. Das ist der Schwertanz. Bitte, treffe. Komm schon. Komm schon. Sonst gewinnt Shirox, glaube ich. Bin ich ganz ehrlich. Ja. RIP. Aber immerhin, ich bleibe einfach drin. Hier brauche ich gar nicht rauszuwechseln. Patronenhieb werden wir wahrscheinlich nicht tanken. Der Gegner ist bei plus 2. Wir sind auf minus 2 Verteidigung. Oder wir überleben. Und wir treffen die Eiseskälte. Einfach der Messias. Der Messias ist von ganz weit oben runtergekommen. Hat sich in einen Seehund verwandelt. Und ist hier in diesem Wi-Fi-Battle. Als Yugong. Das hätte ich nicht erwartet, dass wir es überleben. Wir sind zwar komplett physisch-defensiv, aber der Gegner ist bei plus 2. Wir sind bei minus 2. Einfach, ich sag ja, das einzig wahre Godset. Und Aquan ist auch perfekt. Wir gehen hier auf die Erholung. Ich glaube, wir können sogar noch einen Angriff überleben. Dann können wir noch so ein bisschen rumtricksen mit der Schlafrede. Der Gegner Rückkehr? Der hat ein super seltsames Team. Schade, aber trotzdem. Zwei Pokémon rausgenommen. Wobei Amphidiffel hat sich ja nicht gewehrt. Aber dass wir Shirox besiegt haben, das war mega wichtig. Das heißt, wir können sogar jetzt nochmal ein bisschen mit Blubella strahlen. Wir haben Falterreigen, wir haben den Z-Angriff. Das heißt, eigentlich kann dieses Aquan uns nicht wirklich viel anhaben. Es scheint ja vor allen Dingen auch irgendwie ein offensives Set zu sein. Oder es hat einfach noch Anziehung. Also ich weiß nicht, ob der Gegner ein sehr, sehr gut durchdachtes Trollteam hat. Oder ein Durchspielteam. Das kann ich momentan noch nicht so richtig einschätzen. Es wirkt ein bisschen taktisch mit Setup-Möglichkeiten für Shirox. Aber ja, ich bin ein bisschen überfragt. Wir beenden das ja einfach. Ich bin trotzdem mega zufrieden dafür, dass wir mit Yugong hier angetreten sind. Mit dem super... Ich will nicht sagen, das schlechteste Set, weil es hat ja einfach funktioniert. Ja, ein schöner Auftakt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Auftakt. Aber wir werden auf jeden Fall noch probieren, später Blubella mitzunehmen in einen Kampf, wo es wirklich um ein bisschen mehr geht tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, ein schöner Start in diese heutige Folge. Bam! Aquana einfach wegpulverisiert. Im Blumenbeet untergegangen. Das Grab mit den Blumen. Ha. Sehr schön. Ja, cool. Und wie gesagt, ich glaube, hätten wir Kaporiki und Gewaltru mitgenommen, das wäre einfach sofort RIP gewesen für den Gegner. Weil Shirox ist immer halt eine minimale Gefahr. Wenn dann noch Amphidiffel ein bisschen zu sehr rumgespackt hätte, es hätte vielleicht funktioniert. Aber mich jetzt echt interessiert, was der Gegner noch so alles drauf gehabt hätte. Also gerade auf den Amphidiffel, welches Item und welche anderen Moves. Ich denke einfach mal, direkt in die Offensive zu gehen, hätte sich mehr ausgezahlt. Aber was weiß ich. So, den Kampf lassen wir hinter uns. Ein neuer erwartet uns, hoffentlich, wenn wir einen Gegner finden. Was hoffentlich gleich passieren sollte. Mal schauen. Vor allem, ich wollte gerade schon ansprechen, wo sind all die Japaner hin, die normalerweise in diesem Modus auf uns lauern. So, neuer Gegner hat mit ein Azumarill, ein Demeteros, ein Schabell, ein Ramoff, ein Voltenso und ein Grandiras. Grandiras, sehr, sehr gefährlich mit dem neuen Z-Angriff.
Und da merkt man schon, Japaner verstehen keinen Spaß. Die bringen hier direkt den krassen Tryhard-Shit mit. Mit dem Meteoros. Im Grunde ist alles gut. Alles ist mega viable. Grandiras kann auch sehr, sehr schnell zum Sweeper werden, weil ich leider auch kein Feen-Pokémon habe. Und ja, wie bereitet man sich hier drauf vor? Ich kann mir vorstellen, dass ich mit meinem Gewaltroh hier tatsächlich nochmal sehr, sehr gute Chancen habe. Ich kann alles eigentlich ziemlich schön treffen. Also den Meteoros ist natürlich ein bisschen gefährlich mit dem Bedroher, aber auch da sollten wir guten Schaden machen und vor allen Dingen auch eine gute Setup-Möglichkeit mit dem Schwertanz generieren. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann müssen wir Kapuriki auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich glaube, Kapuriki als Lead, dann auf jeden Fall Gewaltroh. Und dann ist die Frage, was kann mich hier noch komplett zerstören? Eigentlich, wenn ich tatsächlich ein Setup mit Gewaltroh hinlege, kann ich, glaube ich, alles schön one-hitten. Auch Grandiras mit dem Aero-Ass. Ich überlege gerade, wenn alles schief geht, gibt es ja nur eine Antwort. Und ich glaube, diese eine Antwort wird Yugong sein. Machen wir das? Wir machen das einfach, komm. Wieso mache ich das gegen so gute Gegner? Offensichtlich gute Gegner. Aber ja. Wenn die Gewaltroh-Taktik nicht aufgeht, dann muss wieder der Messias ran. Ich glaube, ich hätte lieber Gengar mitnehmen sollen gegen Chabel, weil Chabel wird, glaube ich, auch... Ne, Quatsch. Mit Entlastung werden wir schneller sein als alles. Da hilft auch Chabel nicht. Ja, ich hoffe einfach mal. Und dann kommt Focus Code auf dem Chabel und dann sind wir mega traurig. Aber nun gut, dann müssen wir damit umgehen. Der Gegner fängt mit Azumarill an. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube nicht, dass er hier drin bleiben wird. Aber ich glaube auch, dass er den Meteoros mit hat. Denn das ist immer eine gute Wahl, egal gegen wen man kämpft. Ich gehe hier... Ich glaube, ich spiele relativ safe, wenn ich hier auf den Zauberschein gehe. Wie gesagt, der Wechsel in Demeteros ist offensichtlich, glaube ich. Und ja, okay, er wechselt. Demeteros, perfekt. Wir kriegen schon mal ein bisschen Schaden auf Demeteros drauf. Wenn es irgendwie ein defensives Set sein sollte, dann ist Schaden auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Aber so oder so haben wir, glaube ich, gleich eine schöne Setup-Gelegenheit mit unserem Gewaltroh. Das macht richtig viel Schaden. Okay, das ist auf jeden Fall ein offensives. Vielleicht mit einem Walschall, das würde ich sehr, sehr begrüßen. Und ich glaube, ich wechsle hier einfach hart in Gewaltroh rein, weil unsere Samen triggern, unsere Verteidigung steigt. Und ich glaube nicht, dass Demeteros hier viel machen kann. Und wenn er Abschlag oder so weiter einsetzt, das trifft uns ja nicht, weil wir unsere Samen benutzen. Das klingt naughty, aber es tut mir leid. Und dann, wenn der Gegner hier auch den Walschall tragen sollte... Mal schauen, wie viel Schaden das macht, dann können wir das ungefähr einschätzen. Das macht mega viel. Ich glaube, das ist sogar Walband tatsächlich, weil wir resistieren und wir haben sogar noch plus 1 Verteidigung. Wir gehen hier aber trotzdem um Schwertanz, weil entweder wechselt der Gegner oder er geht weiter auf das Erdbeben. Ich bin hundertprozentig sicher, entweder Walschar oder Walband, eher Walband. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Gegner uns hier extrem gefährlich werden kann, außer er crittet. Wobei, den Crit sollten wir, glaube ich, noch überleben. Der Gegner hat, glaube ich, keine Form von Priorität mit. Mal schauen. So. Bitte kein Crit. Sehr schön. Wir sind auf plus 2. Wir sollten... Und das Schöne ist, dass wir wirklich auf plus 2 sind. Das heißt, der Gegner kann hier mit dem Bedroher nicht mehr arbeiten. Wir gehen jetzt auf die Laubklinge, nehmen das Demeteros raus und dann... Vielleicht, wenn alles cool geht, können wir direkt gewinnen mit Gewaltroh. Je nachdem, was der Gegner alles mit hat. So, das sollte Dicke reichen. Das könnte man nicht erzählen. Also wie gesagt, ist höchstwahrscheinlich ein maximal offensives Demeteros mit... Band oder Schal? Ah, es muss Band sein, sonst hätte es nie so viel Schaden gemacht, glaube ich. So, was hast du mit? Was könnte mich hier noch ruinieren? Ramuf ist perfekt! Der Gegner denkt sich, oh, ich werde auf jeden Fall einen Hit überleben. Was soll ein Gewaltroh hier gegen Ramuf machen? Aber wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort. Und vor allen Dingen, wir können ich habe komplett vergessen, dass er schon sein Lied gezeigt hat. Azumarill werden wir auch one-hitten, deswegen, wir haben gewonnen. Mit Gewaltroh, glaube ich. Außer es kommt hier... Der Focus Gurt, ich hoffe nicht. Nice, oh. Der Traum wird wahr. Ich war skeptisch, aber Gewaltroh im Elektrofeld mit den Elektrosamen funktioniert. Und ich glaube, wir sollten auch eine Wasserdüse überleben, wenn der Gegner ein Walband tragen sollte, denn wie gesagt, wir sind bei plus 1 physischer Verteidigung. Mega wichtig. Ja, Laubklinge und vielleicht gewinnen. Und wenn es schief geht... Der Gegner gibt auf. Nein! Er hätte probieren können, mich zu critten mit der Wasserdüse.
Schade, aber virtuell haben wir es gewonnen. Und selbst wenn Gewaltruhe hier untergegangen wäre, es wäre ja kein Problem gewesen. Wir haben noch Yugong, das hätte sowieso alles geregelt. Und zur Not haben wir auch noch Kaporiki. Kaporiki gewinnt halt gegen Azumarill. Wir sind komplett spezialoffensiv mit Lehmorb, ne? Da hilft kein Balk, auch keine Offensivweste vielleicht. Aber, ja, wie gesagt, da wäre nicht mehr viel passiert. Sage ich einfach mal. Wage ich zu behaupten. Aber sehr, sehr schön. Also, eine schöne Taktik. Vielen Dank auf jeden Fall für den Vorschlag. Ich weiß nicht, ob direkt Elektrosamen vorgeschlagen worden sind. Ich glaube nur Entlastung. Das mit den Elektrosamen habe ich selbst dazu gedichtet. Wir haben direkt einen neuen Gegner. Okay, der gute Jos mit Hypoteros mit Dragoran. Dragoran klingt gut. Dragon Knight wäre der englische Name. Den habe ich jetzt im Kopf gehabt, aber wird schon irgendwie richtig sein. Dann ein Quajutsu, Azumarill, Bisaflor und ein Hurengard. Ich habe mich schon gewundert, wo sind die ganzen Hurengards? Das schlimmste Pokémon, auf das man hier treffen kann. Aber da haben wir potenziell auch noch eine Chance mit unserem Rotom und mit unserem balkigen Gengar, unserem Mega-Gengar. Da haben wir natürlich auch das Irrlicht, den Abgangspunkt. Das heißt, da kann man vielleicht gegen Durengard ankommen. Allgemein, Rotom wird ziemlich gut sein. Gegen Hypoteros, gegen Dragoran potenziell. Azumarill ist halt so ein bisschen 50-50, je nachdem, ob der die Wasserdüse mit hat. Die Frage ist, nehme ich nochmal Blubella mit oder nochmal Yugong? Einfach nur, um zu zeigen, wer hier die Hosen anhat. Ich meine, wenn alles schief geht, hat man immer noch so einen kleinen Joker mit Yugong. Das Problem ist mehr, dass ich Blubella hier nicht wirklich gut einsetzen kann. Wegen Durengard, wegen Bisaflor. Dragoran ist auch ein bisschen problematisch, wobei wir haben die Mondgewalt, das würde noch gehen. Und Gewaltro funktioniert nur mit Kaporiki zusammen, deswegen bin ich eigentlich schon fast gezwungen, das Yugong mitzunehmen. Weil ich will auch immer mindestens ein Fan-Favorite mitnehmen. Deswegen machen wir es einfach so. Rotom, Gengar und Yugong. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das alles gut ausgeht am Ende. Ha. Also Durengard ist halt immer ein Problem, da habe ich nie die perfekte Antwort. Natürlich wäre Magnezone gut, das hatten wir schon das letzte Mal mitgenommen, aber das kann auch schnell eskalieren, wenn der Gegner Sanctuklinge clever einsetzt oder allgemein gut um Magnezone drumherum spielen kann. Hypoteros, das ist schon mal ein gutes Matchup, weil es kann uns wahrscheinlich nicht ganz so gut treffen. Ich werde aber trotzdem, glaube ich, erstmal auf das Irrlicht gehen. Weil für den Fall, dass der Gegner wechselt, ist immer gut und gerade in Kombination mit Gengar, mit Mega-Gengar, da haben wir die Börde als unseren Hauptangriff. Das heißt, wenn Sachen verbrannt sind oder vergiftet oder sonst irgendwas, ist es immer ein positiver Faktor. Und ich glaube, ich verliere hier nicht wirklich viel. Vor allen Dingen, wir treffen, das ist schön. Jetzt bin ich gespannt, ob der Gegner irgendwie Steinkant hat, Steinhagel. Was könnte noch kommen? Tarnsteine. Tarnsteine sieht man leider, das ist richtig kacke, merke ich gerade. Tarnsteine sieht man gar nicht in der Kampfblase, im Battlespot, wie man es nennen will. Das ist echt ärgerlich, weil Yugong kriegt erstmal 25% Schaden und Rotom tatsächlich auch. Naja, gehen wir erstmal auf die Kraftreserve Eis, um das Hypoteros ein bisschen weich zu kloppen. Ich will noch nicht auf den Hitzekoller gehen, weil sonst sitze ich da ohne viel speziellen Angriff und komme gar nicht mehr dran vorbei. Steinhagel kommt, das ist aber okay, das sollten wir ziemlich gut wegstecken. Ja, das macht kaum Schaden, obwohl es sehr effektiv ist. Aber gut, dafür ist auch die Verbrennung da gewesen. Und ich glaube, ich werde mit Rotom hier nicht sehr viel erreichen. Die Gegner können sich ja noch hochheilen mit dem Tagedieb. Deswegen, ich wechsle mal lieber in, ich glaube, in Gengar raus. Mit der Börde sollte ich guten Schaden machen. Und dadurch, dass der Gegner eben verbrannt ist, wir sind ein balkiges Set, wir sollten den Steinhagel hier noch gut wegstecken. Und vor allen Dingen, wenn ich gleich Rotom rauswechsle, dann wird auf jeden Fall unsere Citrobeere triggern und ach, das macht super wenig Schaden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Börde sollte auf jeden Fall das Hypoteros rausnehmen. Wenn er rauswechselt, kriegen wir freien Schaden ab irgendwas. Insofern, das nehme ich dankend an. Das nehme ich auf jeden Fall dankend an. Mal schauen. Okay, Gegner bleibt drin, das heißt, Hypoteros ist schon mal besiegt. Dann müssen wir einfach hoffen, dass die restlichen zwei Pokémon kein totaler Abfuck sind. Weil wenn er schon Tarnsteine rauslegt, potenziell fährt er gleich ein Setup mit. Was hat er nochmal mit? Also Dragoran habe ich mir gemerkt. Hat er noch irgendein Setup-Pokémon, das mich jetzt super nerven würde? Azumarill potenziell und eben das Durengard. Aber ich glaube, das können die sich nicht leisten, gerade gegen Gengar. Ja, mal schauen.
Übrigens, Mega Gengar, ein wundervoller Sprite. Ich liebe diesen Verlauf von Hot Pink zu diesen sehr, sehr dunklen Fliederton. Einfach ein wunderschönes Pokémon. Ich finde es ein bisschen traurig, dass es eben im Uber gelandet ist. Das heißt, man sieht es selten. So, Dragoran. Dragoran ist gut. Wir gehen hier erstmal auf das Irrlicht. Und vor allen Dingen, Sandsturm ist draußen. Das heißt, selbst wenn der Gegner hier eine Prunusbeere oder sonst irgendwas haben sollte, was auf Dragoran eben beliebt ist, sollte der Sandsturm die Multischuppe so ein bisschen negieren. Da ist die Beere. Habe ich fast gedacht, aber wie gesagt, ich wollte es einfach mal probieren. Drachentanz. Wir sollten aber trotzdem immer noch schneller sein. Ich gehe hier in dieser Runde, glaube ich, auf den Abgangsbund. Wenn der Gegner angreift und uns besiegt, dann besiegt er sich selbst. Wenn er nochmal den Drachentanz einsetzt, dann gilt ja der Abgangsbund immer noch im nächsten Zug. Das verfällt ja erst, nachdem wir einen anderen Angriff eingesetzt haben. Das heißt, wir können den Gegner nochmal verbrennen. Und dann schauen wir mal, wir müssen einfach die Eiseskälte treffen, sind wir mal ganz ehrlich. Aber der Gegner nimmt uns raus, sehr schön, dass das Dragoran ist weg, wir haben noch zwei Pokémon. Und Rotom sollte noch gut sein, wenn der Gegner sowas wie Durengard hat, dann sollten wir auf jeden Fall dagegen ankommen. Und wie gesagt, die Zitrobeere sollte triggern, wenn wir gleich reinkommen durch die Tarnsteine. Aber so weit wird es gar nicht kommen, wir gehen einfach in Yugong und gewinnen einfach so. Sage ich jetzt einfach mal an der Stelle. So, was ist das letzte Pokémon? Quajutsu. Quajutsu ist okay. Wir sind leider nicht speziell defensiv. Aber zwei Finsterauren sollten wir noch überleben. Sofern wir nicht geflincht werden. Und das ist das Schöne an Yugong. Wir müssen nicht drüber nachdenken. Wir müssen nicht drüber nachdenken, was wir drücken. Wir drücken einen Angriff. Wir könnten potenziell die Erholung drücken. Okay, jetzt kommt die Finsteraure. Wandlungsfunks habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, das Ash Quajutsu ist gar nicht legal. Ja doch, eigentlich im freien Modus ist alles legal. Das macht mega viel Schaden. Leider nicht getroffen. Aber ich glaube, nach den Überresten sollten wir eine zweite Finsteraure überleben, wenn ich das gerade so sehe. Das heißt, wir gehen hier auf die Erholung und dann müssen wir einfach hoffen, dass wir Glück haben. Bitte kein Flinch. No Flincherino. Es reicht aus. Ach, bitter. Also gerade ein bisschen Pech gehabt mit den Rolls. Aber es wundert mich ein bisschen, weil wir haben ein komplettes KP-Investment. Aber ja gut. Mit Rotom haben wir noch eine Chance. Jetzt wird's aber tricky. Nach der Zitrobeere sollte ich noch ein Siedewasser tanken können. Und dann Wolfwechsel reicht auf jeden Fall aus, um Quajutsu zu besiegen. Aber das könnte er warten und auf die Finsteraura gehen. Dann müsste ich auf den Hitzekoller gehen. Aber ich will nicht overpredicten. Ich gehe hier auf den Wolfwechsel, hoffe, dass der Gegner das Siedewasser hat. Er geht auf die Finsteraura. Er ist clever. Verdammt. Das war das Beste, wirklich das Beste, was er hätte machen können. Ah, Hitzekoller hätte uns das Spiel gewonnen. Aber ich hätte echt nicht erwartet, dass Leute hier im freien Modus... Ich gehe hier nochmal auf den Hitzekoller. Vielleicht... Nee, Quatsch, wir haben schon Leben abgesehen. Ja, okay, er hat den Surfer sogar. Ja, sehr, sehr gut vom Gegner gespielt. Sehr schön nachgedacht. Und ja, ich wollte das Risiko nicht eingehen, weil Hitzekoller hätte einen Wasserangriff eingesetzt, hätte niemals gereicht. Voltwechsel aber schon. Ja, schön, Gratulation an den Gegner, hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wir waren natürlich ein bisschen unlucky mit dem Yugong. Es hat auch nur einen Angriff rausbekommen. Aber wundert mich ein bisschen, dass die zweite Finsteraura ausgereicht hat, um Yugong zu besiegen. Das wäre noch schön gewesen, die Erholung rauszubekommen, dann eben mit der Schlafrede zu arbeiten. Da hätten wir noch was rausholen können. Aber die Tarnsteine, ich sag's euch, die Tarnsteine haben uns alles ruiniert. Tarnsteine im Battlespot, das ist einfach, weiß ich nicht, damit rechnen wir dann nicht mehr. Aber trotzdem ein schöner Kampf, auch wenn wir ihn verloren haben. Aber hier geht's ja nur um den Spaß an der Freude. Insofern, das sollte uns jetzt nicht zu sehr belasten. Einen Kampf machen wir noch und ich probiere diesmal Bluebella so ein bisschen rein zu forcieren. Weil das haben wir bisher nur einmal gesehen. Und wir spielen wieder gegen einen Japaner. Mal gucken, ob dieser auch den Tryhard-Gürtel anhat. Der hat mit ein Schlappo, ein Quajutsu, ein Kaporiki, ein Hurengard mal wieder, ein Brutalander, wahrscheinlich Mega-Brutalander und ein Trikefalo. Trikefalo ist wahrscheinlich nur das unspektakulärste, aber alles andere ist schon eine sehr, sehr große Gefahr. Ich bin fast schon wieder gewillt, Yugong nach vorne zu tun, aber ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Wenn ich eine Setup-Gelegenheit mit meinem Bluebella bekomme, dann sollten wir ziemlich gut dastehen. Wobei Hurengard natürlich immer ein großes Stoppschild darstellt. Ich überlege gerade, Rotom sollte hier auch gut sein. Weil wir damit auch das Brutalander gut treffen können. Mit der Kraftreserve Eis. Das Durengard natürlich. Ja, die... Ja, Schlappo ist auch ein Problem. Schlappo, Quajutsu, das sind halt immer so die Problemfälle. Ich glaube, wir machen es so. Wir nehmen Rotom mit als Lead. Vielleicht können wir direkt schön Volt switchen.
Die Frage ist, in was? Aber egal. Wir nehmen Rotomas Lied mit. Das sollte einigermaßen safe sein. Dann nehmen wir, glaube ich, Gengar mit. Und Bluebella. Also wie gesagt, Bluebella ist festgesetzt. Und ich glaube, Gengar ist der Support, den ich hier teilweise brauche. Deswegen machen wir es einfach so. Und da müssen wir hoffen, dass wir das Durengard, für den Fall, dass der Gegner das mitbringt, irgendwie so schnell wie möglich eliminieren. Dann habe ich tatsächlich eine gute Chance, mit Bluebella irgendwas zu machen. Brutalanda ist auch problematisch, aber wenn wir es irgendwie schaffen, mit dem Falterreigen uns hoch zu boosten, wir haben die Mondgewalt. Und dann werden wir auch schneller sein. Hoffe ich. So, womit leadet der Gegner? Zeig mir irgendwas Schönes. Zeig mir irgendwas Tolles. Mit Durengard. Das ist aber gar nicht mal so schlimm. Die Frage ist, wie reagiere ich da drauf? Mit dem Irrlicht? Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf das Irrlicht. Hat der Gegner irgendeine Immunität gegen Irrlicht? Ich glaube nicht. Und ich glaube, Irrlicht wird sich halt immer rentieren. Und da haben wir auch eine kleine Synergie mit der Bürde von Gengar, die dann auch ein bisschen mehr Schaden macht. Insofern, wir probieren es einfach mal. Der Gegner wird wahrscheinlich sich schützen. Oder nicht. Das ist natürlich schön. Der Gegner scoutet gar nicht mit dem Königsschild. Das hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen erwartet. Oder rauswechseln. Das hätte ich auch... Okay. Was passiert? Das ist kein Setup. Das wundert mich auch ein ganz kleines bisschen. Dunkel, das ist das Best-Case-Szenario. Denn, wie gesagt, das ist ein physisches Set offensichtlich, deswegen ist die Verbrennung umso wertvoller. Ein Spukball hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden gemacht, obwohl wir komplett spezialdefensiv sind. Ich gehe einfach mal auf einen Hitzekoller, weil wenn der Gegner sich schützt, dann sei es drum, dann verliere ich auch keinen speziellen Angriff. Okay, einfach die größte Gefahr im genischen Team jetzt schon eliminiert. Das Geschenk nehme ich an. Das Geschenk nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Ich kann es nicht so gut heißen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß natürlich nicht, welche anderen Pokémon er noch mit hat, aber ich glaube, da aus dem Durengard hätte man wesentlich mehr rausholen können. Aber ich freue mich trotzdem, ich freue mich trotzdem. So, Schlappohr kommt rein, wahrscheinlich mega Schlappohr. Und auch hier werde ich probieren, das Irrlicht einzusetzen. Wenn der Gegner verbrannt ist, dann können wir mit Bluebella vielleicht ein kleines Setup fahren. Und das Schöne ist, einen Angriff überleben wir auf jeden Fall. Dann sollte unsere Beere triggern. Mogelhieb könnte kommen, aber das sollte uns auch auf ungefähr 50% bringen. Das heißt, Citrobeere wird auf jeden Fall gleich getriggert. Und ja, dann sollte ich auf... Ist ganz knapp, er ist ungefähr die Hälfte. Okay, Turmkick überleben wir nicht, aber Rückkehr könnten wir noch überleben. Das ist echt ärgerlich. Ein paar KP mehr und wir hätten unsere Beere getriggert. Das reicht aus. Schade. Weil hätten wir das Schlappohr verbrannt, dann hätten wir wahrscheinlich mit Bluebella ein Setup fahren können. Aber wir probieren es einfach jetzt mit dem Gengar. Genau dasselbe. Ich weiß, der Gegner kann das natürlich mit Angriffen treffen. Aber nicht vergessen, dem Turmkick resistieren wir und... Wir sind bulky, das heißt, eine Rückkehr sollte, was weiß ich, 50% Schaden machen. Dann können wir den Gegner verbrennen und dann wird alles cool. Hoffe ich. Die Frage ist, will ich das Schlappohr mit Gengar besiegen, wenn ich es verbrannt bekomme? Warten wir erstmal ab, wenn wir gleich sowas wie Steigerungshieb sehen, dann wird es nochmal gefährlich. Aber jetzt kommt die Rückkehr, mal gucken, wie Schaden das macht. Das macht doch ein bisschen mehr, aber wir treffen das Irrlicht. Perfekt, perfekt, perfekt. So, jetzt muss ich irgendwie das Gengar untergehen lassen. Dann habe ich noch eine Chance, mit Bluebella safe ein Falterreigen aufzusetzen. Vielleicht sogar ein zweites und dann hoffentlich gewinnen. Das heißt, ich gehe einfach mal auf die Bürde für den Fall, dass der Gegner rauswechselt. Der Gegner geht auf Eisheap? Okay, das verstehe ich gar nicht. Das überleben wir sogar. Wie gesagt, Bürde ist wichtig. Für den Fall, dass der Gegner rauswechselt, kriegen wir ein bisschen Chip-Damage drauf. Das ist schon mal nett. Und ich will das Schlappe auf keinen Fall besiegen. Das ist halt wichtig, weil ich muss mit Bluebella reinkommen, solange der Gegner verbrannt ist. Deswegen, wir gehen einfach nochmal auf Bürde. Okay, Rückkehr. Das sollte Gengar rausnehmen, also auf jeden Fall. Und jetzt einfach hoffen. Leider haben wir gerade schon den Eisheap gesehen. Wir sollten es immer noch einigermaßen gut tanken, tatsächlich, weil der Gegner verbrannt ist und wir ein bisschen bulky sind mit Bluebella. Und wir können tatsächlich mit dem Kraftabsorber hier auch arbeiten. Der Gegner darf halt nur nicht rauswechseln, das wäre jetzt das Schlimmste, aber wir sind das letzte Pokémon, der Gegner sollte nicht rauswechseln. Wir gehen hier auf den Kraftabsorber, um das Schlappohr noch so ein bisschen ungefährlicher zu machen. Weil Ice Heap könnte immer noch ein bisschen wehtun, aber eigentlich auch nicht. Mal schauen, bitte kein Freeze. Freeze wäre jetzt nochmal das Schlimmste. Das macht gar keinen Schaden, holy shit, wir sind mega bulky.
Dass das Kraftabsorber heilt uns nochmal komplett und wenn der Gegner nicht gerade crittet, dann sollten wir das mega gut alles wegstecken. Und das sollte auf jeden Fall mindestens ein Falterreigen drin sein. Was war nochmal beim Gegner? Hat er ein Kaporiki? Das ist alles nicht gefährlich. Ich glaube, das ist eine mega gute Chance, mit Bubella diesen Kampf zu gewinnen. Würde mich extrem freuen. Bitte wechsel nicht raus. Bitte wechsel nicht raus. Wenn der Gegner nicht rauswechselt, kriegen wir zwei Falterreigen raus. Und dann sollte, glaube ich, alles im gegnerischen Team besiegt werden. Weil gegen Trikefalo haben wir Mondgewalt. Brutalander, es war sogar ein Crit. Holy shit. Wir sind einfach mega tanky. Was hat der Gegner noch? Brutalander war wahrscheinlich mega Brutalander. Ein Quajutsu hat er, glaube ich, noch, aber da stehen wir auch super gut da. Wir gehen hier nochmal auf das Falterreigen, um super safe zu sein, für den Fall, dass irgendwas später ein Walscher tragen sollte. Ich will kein Risiko eingehen. Und ich meine, wir stehen hier super sicher da. Was soll passieren? Wir haben gerade den Crit-Damage gesehen von dem Ice Heap. Es könnte... Okay, perfekt. Ice Heap macht mir noch ein ganz kleines bisschen Angst wegen der Chance zur Gefrierung, aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich gewonnen. Ich gehe hier nochmal kurz auf den Kraftabsorber, um mich komplett hochzuheilen. Ich weiß nicht, ob es komplett reicht, aber wir werden uns gut hochheilen. Einfach nur, um sicher zu sein, falls irgendwas irgendwie schief gehen sollte, was ich momentan irgendwie nicht einschätze. Bitte kein Crit. Sehr gut. Wobei, ein Crit hätten wir auch so überlebt. Perfekt, perfekt, perfekt. Mal schauen, wie viel wir uns heilen. Vielleicht sogar komplett. Also Kraftabsorber kann ich immer schwer einschätzen. Aber ein sehr interessanter Angriff, gerade im Battlespot. Weil je weniger Pokémon da sind, desto weniger wechselt man, desto mehr kann man, glaube ich, da rausholen. Und hier gehen wir einfach mal auf den Gigasauger. Weil das Einzige, was noch schief gehen könnte, ist ein Ice Heap mit Gefrierung. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass der Gegner uns noch irgendwas entgegensetzen kann. Aber der Gegner geht auf Rückkehr. Wie gesagt, Ice Heap wäre einfach besser vom Gegner, muss ich sagen. Es wäre natürlich auf Hex hoffen, was nicht schön ist, aber vielleicht appreciate er das auch. Dass wir Bluebella hier vorne haben. Ein Traum. Ein Traum. Was soll das letzte Pokémon sein? Vielleicht irgendwas, was ich komplett vergessen habe. Einfach ein zweites Durengard. Das wäre schlimm. Das wäre mega schlimm. Kaporiki. Absolut kein Problem. Natürlich könnte Kraftreserve Feuer. Wir sind einfach bei plus zwei spezieller Verteidigung. Hier kann nichts. Doch, es könnte der Z-Flugangriff kommen. Aber wir sind schneller und wir haben den Z-Pflanzenangriff. Das sollte Kaporiki nicht denken. Könnt ihr mir nicht erzählen. Einfach ein sehr schöner Kampf. Wie gesagt, es war ein großer Fehler vom Gegner, das Durengard so früh wegzuwerfen. Aber mich freut es auf jeden Fall, dass wir Bluebella hier so schön präsentieren konnten. Und allgemein, alle Sets, die wir bisher hatten, einfach ein Traum. Also Kampfsets, nicht die Sets der Pokémon, wobei die auch sehr, sehr schön sind. Es reicht aus. Perfekt. Auch kein Fokus-Code oder sonst irgendein Scheiß. Aber ohne den Z-Flugangriff, dann hätten wir es, glaube ich, auch überlebt. Also ein Sturzflug. Und vor allen Dingen auch schön, dass der Gegner hier nicht einfach aufgegeben hat. Hier, japanische Ehre. Vielen Dank, mein lieber Freund. Vielen Dank. Und ja, das waren noch vier schön aufregende Matches. Wir konnten alle Pokémon so ein bisschen präsentieren. Yugong hätte ich gerne mehr von gezeigt, aber der erste Kampf war schon Highlight genug, wo wir gegen das Shirox uns behaupten konnten, einfach im kritischsten Moment überlebt und die Eiseskälte getroffen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Gewaltro haben wir ebenfalls sehr schön gezeigt und am Ende auch noch das Bluebella, also die sweependen Fan-Favorites an der Stelle. Und ja, wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch dieses Mal ein paar Vorschläge postet. Ich werde im Kommentarbereich einen eigenen Post verfassen und da bitte als Antwort, damit es ein bisschen gesammelter ist und sich nicht alles irgendwie mit den ganz normalen Kommentaren vermischt. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr diese tollen Vorschläge reingebracht habt. Ich werde natürlich auch die Vorschläge aus dem letzten Video so ein bisschen in den Pool reinwerfen. Ich scroll aber auch tendenziell sehr, sehr gerne in diesen Bereichen rum und lasse mich gerne inspirieren und schaue, boah, krass, daran habe ich noch nie gedacht. Gerade Entlastung mit Gewaltro, das war ein richtig, richtig guter Vorschlag, weil ich habe wirklich null vor Augen gehabt, dass man das eigentlich auch so spielen kann wie Resladero. Und die physische Coverage von Gewaltro hat mich auch so ein bisschen überrascht und Bluebella ebenfalls lange Zeit gar nicht wahrgenommen, aber dann gesehen, oh krass, Kraftabsorber, Mondgewalt, einfach niemals damit gerechnet. Falterreigen hatte ich zwar immer im Kopf, aber auch nicht so richtig präsent, deswegen, ja,
Man lernt über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Jugong haben wir natürlich schon ein paar Mal in der Kampffabrik gesehen. Ich glaube, das war auf YouTube und nicht auf Twitch. Das verschwimmt mittlerweile ein ganz kleines bisschen, aber nun gut. Wie immer an der Stelle würde ich gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr noch die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt. Mein Twitter-Link steht da drin, Twitch-Link und. Deswegen ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.